Moin! Jo, heute geht's mal wieder um ein Taschenmesser von O-Knife, nämlich um das Modell Borzoi. Da gehen die besten Grüße und ein dickes Dankeschön raus an O-Knife bzw. O-Light. Die haben mir dieses Modell nämlich für diese Videovorstellung kostenlos zur Verfügung gestellt. Das konnte ich jetzt in den letzten Wochen testen. Da konnte ich dann ein paar Eindrücke, Praxiserfahrung sammeln. Ist ein Frontflipper, technische Daten etc. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Vielen Dank an O-Knife raus. Und solltet ihr nach dem Video denken, jo, das ist ein cooler Stachel, dann findet ihr bei Interesse einen Link in der Videobeschreibung zum Bezug. Mir hat das Messer soweit ganz gut gefallen. Was mir daran gefallen hat, beziehungsweise welche Punkte, Details mir gut gefallen haben, da gehen wir gleich natürlich drauf ein. Würde ich selbst es mir kaufen? Würde ich nicht. Das ist eine signifikante Sache, die mich an diesem Messer hier leider gestört hat. Auch das werden wir thematisch natürlich behandeln. Aber ansonsten, overall ist das ein gelungenes Modell. Es ist nämlich wirklich nur die eine Sache, die mich hier dran tatsächlich wirklich stört. Und ansonsten hat O-Knife hier einen guten Job gemacht. Da findet man einfach nicht viel zu meckern. Ich zumindest habe hier nicht wirklich was zu meckern gefunden. Hat halt technisch, mechanisch gut funktioniert und auch optisch mag dieses Modell mir zumindest zugefallen. Ist nicht ewig lang, ist aber auch kein richtig kleines Messer. 18,5 cm in der Gesamtlänge, schlanke Linie. Da vielleicht dann auch der Name aufgegriffen, Borzoi, russischer Windhund ist das, sehr aristokratisch im Aussehen, möchte ich fast schon sagen. Elegantes Geschöpf, da kann das Messer vielleicht nicht ganz mithalten, aber zum Beispiel diese gefrästen Linien hier, die vermitteln doch Geschwindigkeit, sollen das alles versinnbildlichen und das Borzoi von O-Knife, für mich durchaus eines der gelungeneren Modelle. Ganz vorne bei mir immer noch das Drever. Das fand ich bisher am besten, also zumindest die große Version. Und danach würde ich gleich schon das Borzoi sehen. Da hat mir einfach viel gefallen. Wir haben hier einen Frontflipper. Normalerweise absolut nicht meine bevorzugte Art, eine Klinge zu öffnen. Hier wurde das aber gut gestaltet. Gute Haltekraft in Verbindung, also zumindest bei diesem Modell, mit dem Edelstahl-Framelock. Man könnte fast denken, es wäre geschwärztes Titan, ist aber ein Edelstahl-Framelock, der auch ganz sauber zumacht, verriegelt gut und sauber. Da hat sich auch nichts getan. Bei stärkeren Arbeiten, bei Schnitten mit mehr Kraft, wo man den Griff dann fester umfasst, da kann es mal passieren, dass der Liner, die Sperrfeder ein bisschen weiter reinwandert. Aber sobald man die Klinge wieder geschlossen hat, entriegelt und dann wieder öffnet, dann stand die wieder wie eine 1. Kein Spiel auf ab, links, rechts nicht. Das also sehr anständig gemacht und die Öffnung halt über den Frontflipper funktioniert einfach gut. Das geht schnell. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, muss man das gar nicht groß bewusst machen, einfach weil der Daumen hier eine ganz gute Traktion findet. Man kann die Energie, wenn man halt hier die Kurve beschreitet, dann kann man einfach die Energie gut mitgeben und die Klinge, die auf Kugellager läuft, die fliegt dann mit auf. Halte ich durchaus für gelungen. Hätte man hier noch so einen kleinen Nagelhau, um das Messer zweihändig zu öffnen. Der sitzt natürlich von der Position, um die Klinge aufzubringen, wäre es mittig oder vorne natürlich einfacher. Muss man ein bisschen mehr Energie aufbringen, aber das funktioniert alles immer noch easy. Klinge wird trotzdem gut gehalten, also auch kontrolliert und langsam kannst du die Klinge gut aufmachen. Und für mich wirklich das Highlight dieses Messers, auch wenn das jetzt wieder merkwürdig klingt mag, ist der Clip. Der sieht sowohl schick aus, der ist im Frame versenkt. Die vordere Schraube steht ein bisschen über. So von der Verarbeitung geht das sauberer, vielleicht nicht ordentlich reingedreht, aber merkst du nicht, wenn du das Messer einschiebst. Hat einen schönen Schwung, geht weit rein, Deep Carry, sitzt also tief
in der Hosentasche und dennoch geht's hier vorne die Rampe schön weit hoch. Also ich musste nie den Clip anheben, wenn ich das Messer eingesteckt habe. Ziehen wie einschieben über den Hosensaum in die Hosentasche funktionierte ganz wunderbar. Ein super Clip, sicher gehalten, das Messer, volle Punktzahl, ganz, ganz toll. Das sind so die Kleinigkeiten, die aber in der Praxis wichtig sind, die mir sehr gut gefallen haben. Dann die Aufnahme eines Lanyards über den Backspacer. Ich vermute mal, gebläutes Aluminium ist das. Ist auch sehr einfach möglich. Ein jeder, der sowas mag, eine Ziehhilfe oder Messerschmuck anzubringen, der wird das mögen. Die Linien hier, die ein bisschen Geschwindigkeit, Dynamik in die Griffschale bringen. Traktion wird dadurch nicht wirklich vermittelt, aber wird natürlich auch schon irgendetwas bringen. Generell bin ich ein großer G10-Fan, sehr robustes Material. Mögen manche nicht, rein haptisch nicht, rein optisch nicht. Ich kann damit Fokus, Dankeschön. Ich kann damit immer gut was anfangen. Wir haben die blauen Elemente halt wieder. Einmal bei der Achse, hier im Achtertorx noch und halt beim Backspacer. Ist okay. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn alles schwarz gelassen wäre. Also die ganze Hardware und auch die Klinge mit einem matten schwarzen Finish. Das hätte mir sehr gut gefallen. Machen wir die Klinge gleich mal ein bisschen sauber, hat zuletzt glaube ich ein großes Paket, neues Regal ist gekommen, die benutzen ja immer riesen Pakete, so, und dann ist ein bisschen was vom Kleber noch drauf, mal sehen, ob wir das auf die Schnelle hier wegbekommen, so, ganz sauber ist sie nicht geworden, aber das muss jetzt erstmal reichen, schöne Klinge, straight, Stonewash Finish, Das schluckt halt viele kleine Kratzer, gefällt mir ganz gut. Fingerabdrücke werden nicht wiedergespiegelt. Beschriftung Borsoi ist okay, ist relativ klein. Ich hätte darauf verzichten können. Dann oben noch eine kleine Nummer, Modellnummer oder Seriennummer, da bin ich mir gar nicht sicher. Soweit ich weiß, ist dieses Modell aber nicht limitiert. Auf der anderen Seite das O-Knife-Logo, mittlerweile dezenter. Finde ich gut, dass es dezenter geworden ist. Und dann noch der Vermerk D2-Stahl. Solide Wahl, finde ich ganz gut. Der ist doch recht anständig schnitthaltig bei ordentlicher Härtung. Geschlossen steht die Klinge mittig. Nicht perfekt mittig, ist aber sehr anständig. Ein Millimeter mehr wäre da noch gegangen an Klingenlänge, aber nicht weiter wild. Wir haben ein Jimping und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Allerdings geht das meiste verloren, weil der Großteil halt im Heft sitzt, im Griffheft. Da spürst du nichts mehr von der Traktion. Der knappe Zentimeter oder halbe Zentimeter, der übrig steht, der vermag es, den Daumen zu greifen, aber ist dann einfach zu wenig. Finde ich ein bisschen schade, weil es wirklich ein gutes Jimping ist. Aber es ist, wie es ist. Dynamische Swatch haben wir bei der Klinge noch. Klingenstärke sind, meine ich, 2,8 mm. 2,5 hätte ich noch besser gefunden, aber 2,8 ist völlig okay. Dann haben wir noch einen Überdehnungsschutz. Den könnte man meiner Meinung nach besser setzen. Der sitzt doch relativ weit mittig hier. Den hätte ich weiter nach oben gepackt. Einfach, man merkt halt doch jetzt, weil er so weit unten sitzt, wenn du den Frame entriegelst, dann kannst du doch, wenn du mal ungeschickt bist mit zu viel Energie, dann kannst du doch mal den ein bisschen nach außen drücken. Sinniger wäre es einfach gewesen, die Schraube, die kleine Platte, die dann den Liner, die Sperrfeder stoppt, weiter oben anzubringen. Aber jo, das sind so Kleinigkeiten, da wird wahrscheinlich eh nicht viel passieren. Und overall ist das einfach ein gelungenes Design, wenn man denn auf so schlanke Modelle steht. Hier mal im Vergleich, können wir auch gleich einen Größenvergleich machen, das G5 Metamorph Osterpel Design von Real Steel. Da ist das G5 doch deutlich länger, aber so schlanke Designs haben einfach was, stehe ich durchaus drauf. Machen wir gleich den nächsten Größenvergleich. Das Benchmade Bugout, das ist vielleicht 1-2 mm länger, glaube ich. Aber hier hat man schon sehr, sehr ähnliche Abmaße. Wer das Bugout kennt, der kann sich jetzt ein gutes Bild machen. Bauen beide schmal auf, das Bugout noch minimal schmaler. Und nochmal ein Spyderco UK Penknife, minimal
minimal kürzer. Ja, das ist tauglich als EDC-Messer in der Größe. Was mir auch sehr gut gefiel, war die Führigkeit dieses Messers. Der universelle Griff hat mir immer einen sicheren Halt gegeben. Die Hand stoppte halt hier, beziehungsweise die Finger perfekt auf dem Clip. Man hatte dann hier halt von dieser kleinen Rampe der Nase des Clips sicheren Halt. Und auch Vorgreifen mit dem Index, mit dem Zeigefinger für führige Schnitte, ziehende Schnitte auf dem Untergrund. Das musste dieses Messer nämlich auch öfter mal machen. Hat viele, viele Pakete öffnen dürfen, müssen, nicht nur dürfen, also auf Arbeit. Da hat es 2 Nächte reichlich zu tun gehabt. Und da kam bei mir eindeutig an, dass dieses Modell führig war. Also overall, wenn man mich jetzt reden hört, gibt es hier wirklich wenig, was mir missfällt. Und dennoch würde ich es mir wohl nicht kaufen. Und das liegt nur an einer Sache. Und das ist gar nicht mal der Preis oder die Länge. So die 18,5 cm finde ich okay. Knapp 8 cm Klinge. D2-Stahl gefällt mir alles ganz gut. Preislich liegt das Teil, glaube ich, bei 72 Euro. Und eigentlich würde ich dieses Modell hier am liebsten auch empfehlen, weil hier so viel richtig gemacht wurde. Aber jetzt kommt halt ein Wert, der mir wirklich wichtig ist. Das ist das Material hinter der Phase, der Wert. Und wir haben hier halt einen Flachschliff, der geht allerdings nur 2/3 knapp hoch. Und an Material hinter der Phase haben wir hier 0,65 mm. Und das ist einfach zu viel. Im Vergleich zum Beispiel halt ein sehr schneidfreudiges Gerät wie das UK Penknife Full Flat Grind, also voller Flachschliff, dünne Klinge. Da gibt es auch Messer mit noch besseren Materialwert, also noch geringer. Aber hier hast du eine gewisse Stabilität, trotzdem sehr schneidfreudig. So ein Messer mag beeindrucken. Und andere Modelle, hier zum Beispiel das G-Frame von Real Steel, haben halt deutlich weniger Material hinter der Phase, auch ein voller Flachschliff. Und das merkst du beim Arbeiten, beim Schneiden einfach. Die gehen besser durchs Material, ob es jetzt Pappe ist, ob es Lebensmittel sind. Durchaus ähnlich von der Linie, diese Modelle. Aber schneiden tut dieses Modell, das Borsoi, einfach unbeeindruckend. Und das ist wirklich, wirklich schade. Pappe ist okay. In der Küche arbeiten, Tomaten sind jetzt okay, Salatgurke natürlich okay. Bei Zwiebel fängt es schon an und kommst du dann zu den Karotten. Und gerade wenn du mal dickere Karotten hast, also mit einem Durchmesser von, sagen wir mal, 4 cm, 5 cm, also wirklich große, dicke Karotten, Dann sprengst du da das Material, die Moleküle nur noch auf, du spaltest nur noch, du hörst es knirschen, knarschen. Das geht natürlich alles, aber oftmals bricht dir die Möhre wirklich auseinander. Einfach unbeeindruckend, und das ist dann wirklich schade, weil das von vorn bis hinten ansonsten wirklich ein toller Stachel ist. Aber da ich ständig andere Messer auch benutze, nicht nur viel schneidfreudigere Klappmesser, Taschenmesser, sondern auch solche Küchenhelfer wie so ein Gemüse-Tomatenmesser von Victorinox, dann hast du halt die Zahnung, den dünnen, vollen Flachschliff. Sowas schneidet halt, oder von hier von Güde, das Universalmesser. Bisschen spitzer und kleiner, feiner die Zahnungen. Aber sowas geht halt schnell ins Material, ob es jetzt Tomaten oder Möhrchen sind. Und wenn man dann im direkten Vergleich danach mit so einem Messer hier weiterarbeitet, dann ist da eine schnelle Ernüchterung vorhanden. Und das ist durchaus schade, denn wenn wir hier weniger Material hinter der Phase hätten, also unter 0,5, dann bekäme das Teil von mir eine ganz klare Empfehlung. So bringe es nicht über mich, es sei denn wirklich, man sagt, nö, ich mag lieber stabile Phasen und ich schneide eh keine Lebensmittel oder selten, und fürs Brötchen schneiden und Apfel schälen und Pappe und Briefe oder mal was kappen, für die schnellen Schnitte ist das natürlich brauchbar, dann könnte ich das Teil durchaus empfehlen, aber es ist halt kein Slicer, und das sei ganz deutlich hier erwähnt. Ansonsten hat sich der D2 ganz vernünftig geschlagen in den 3 Wochen. Wenn ich mit der Phase ganz vorsichtig natürlich über den Fingernagel fahre, dann spüre ich im vorderen Drittel Unebenheiten. Ich denke, das wird sich auch übers Papier widerspiegeln. Ja, da ist es ein bisschen
ein bisschen ausgefranst. Mich selbst hat der D2 jetzt zufriedengestellt und vor allem gehört er zu den Stählen, die bekommst du dann auch relativ leicht und relativ schnell. Zum Beispiel mit einem Wetzstab, mit einem Abziehleder oder mit einem Jeansbrett. Ja, bekommst du das recht schnell wieder scharf. Vorsichtige Züge, wo man sich der Phase anpasst mit dem Wetzstab. Einmal noch kurz glatt streichen. Und dann sollte da jetzt schon eine deutliche Verbesserung wieder vorhanden sein. Jo, und das ist halt wirklich ein gutmütiger Stahl. Die Phase ist jetzt wieder aufgerichtet, ist jetzt wieder ein bisschen schärfer. Man spürt das natürlich immer noch im ersten Drittel, ganz feine Unebenheiten. Aber halt ein Stahl, der sich schnell wieder zum Leben erwecken lässt, hält diese Schärfe jetzt natürlich nicht ewig, aber ist eine vernünftige Gebrauchsschärfe und ich bleib dabei. Ist wirklich schade mit der Materialstärke. Ist für mich völlig unverständlich, mit diesen Messern machst du doch nichts Wildes. Da möchtest du doch arbeiten, da möchtest du doch schneiden mit. Ich kann es nicht verstehen. Bitte neu auflegen. 0,4 mm an Material, da wäre das ein Slicer. Da wäre das ein tolles Modell. Bitte in einer All-Black-Variante. Jo, brauchbarer Stachel, aber da hat man doch an Potenzial einiges leider liegen gelassen. Alles klar. Dennoch, wie immer, all knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.